So, es geht weiter mit Resident Evil 7 Beginning. Oh, beim letzten Mal haben wir erfahren, wer denn oder wo denn die Message abgeschickt wurde. Ja, und jetzt gibt es eigentlich noch was unten zu tun, und zwar, ja, es gab ja diese Files, die wir gefunden hatten. Ein Stockwerk tiefer. Wo ich ja nun nicht rankam, weil da irgendwie ja, Zombie-Viecher herumlungerten. Vielleicht gelingt es mir jetzt, denke ich mal, diese Files zu lesen. Ohne dass irgendwas dazwischen kommt. Wir haben erfahren, es hat mit den Mädchen zu tun, das Ganze, was hier abgeht. Beziehungsweise sie scheint eine große Rolle zu spielen. Das Wesen sind noch. Oder diese. Hier unten sind auf jeden Fall noch Zombies, das weiß ich. Ich weiß, diese Zombie-Viecher. Ja, da. Ich würde echt gerne mal die Pfeile lesen langsam, aber. Ja, wunderbar, jetzt kriege ich schon gleich hier aufs Fressbrett. Ich möchte nur die Pfeile mal lesen, die da eigentlich in dem Raum war. Aber die ganze Zeit komme ich nicht zu. Weil ihm Zombies hier rumlatschen, jetzt bin ich hier in einer kleinen Sackgasse gefangen. Ist das eine große. Kann ich das eigentlich so lesen? Wo zwar Information, das schön, schwarze Lagune. Ja, ganz toll. Und was haben wir hier? Ja, ich wusste es, ich krieg's nicht gelesen. Eben weil das Vieh hier rumlungert. Ich krieg die Message nicht gelesen. Ich habe auch kein Messer oder so, um das Vieh loszuwerden. Hier ist nichts, das mir irgendwie helfen kann. Ach, gut. Dann hoffen wir einfach mal, dass mir das später noch gelingen wird, dass ich diese Message, diese Files lesen kann, denn ich würde es gern tun. Aber so wie es gerade aussieht, wird das nicht funktionieren. Na, da bleibt uns nur übrig, dass wir einfach weitergehen erstmal und gucken, dass wir später nochmal dahin zurückkommen. Weil sie hat keine super krasses Automatikgewehr wie halt die andere. Sie ist halt, hat halt nur die Pistole, die zwei popelige Schuss hatte, die ich ein bisschen knauserig fand, aber egal. Ich könnte auch mein Arznei benutzen, aber was ist hier drin? Ah, Flüssigkeit, finde ich, ist schon mal etwas Gutes. Hier war der Raum, wo die Cutscene geendet hat. Das war der Fahrstuhl. Da ist die Inhalte genommen. Ja, es war klar, dass jemand die Inhalte gestohlen hatte. Ja, der Indie ist vor G Pro nix. Irgendwas mit Proben oder so. Schätze mal, das waren die Gewebeproben. Come on, Spiel. Ja, danke, Maschinengewehr, Pistolenmunition. Fehlt bloß noch die Waffe dazu. Dann bin ich ganz zufrieden. Oh, danke. Das kommt jetzt wie gerufen.
Das andere, daraus mache ich mir Heilung. Ist wohl kaputt. Ich glaube, hier wurde die Message abgeschickt in dem Raum. Wie wir uns erinnern. Das Geräusch gerade gefällt mir gar nicht. Dann komme ich noch nicht durch. Aber ich kann zumindest unten schon mal den Weg ein bisschen frei machen. Was haben wir hier drin? Wofür mir auch was fehlt, nämlich ein kleiner Schlüssel. Den Fahrstuhl gehe ich mal noch nicht runter. Ich möchte erst mal gucken, was in den Files steht. Das hat für mich gerade ein bisschen Vorrang. Dann habe ich da unten nämlich schon mal Ruhe. Dann habe ich da unten nämlich schon mal Ruhe. So. Jetzt habe ich endlich mal Ruhe hier. Kann das Zeug lesen. Warte mal, was ist da drin? So. Für uns ist schon zu spät, aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachricht und spielte darum mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein kleines Kind lachen hörte. Oder ich bin es nur eingebildet. Ich wachte um 19:30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, ein Ingenieur, kam rein und sagte, etwas gehe unten vor sich. Vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. Gegen 19:50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen, und sah, wie Clark von einem Arzt, einer Art schwarzen Monster, gefressen wurde. Das Monster riet sich und kam direkt auf mich zu. Große, heilige Zähne schnappten in seine Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Jetzt kauere ich bei den Kojen, schreibe dies mit zitternder Hand. Ein ganzes Heer jener Kreaturen lauert auf den Gängen. Ab und zu höre ich noch Schreie, aber keine 10 Pferde können mich je während draußen zerren. Das ist alles, was ich weiß. Giovanni Finetti. Okay. Ein kleiner Einblick dessen, was hier geschehen ist auf dem Schiff. Diese schwarzen Kreaturen kennen wir bereits aus dem Haus. Der Effekt hier ist auch ähnlich wie im Haus. So, jetzt war der Kollege hier drin. Wenn er mal gerade erscheinen würde, da kommt er auch schon. Das hat mich zwar jetzt viel Pistolenmunition gekostet, aber jetzt ist immerhin hier unten mal ein bisschen Ruhe eingekehrt in dem Bereich. Und das war es mir doch wert. Oh, was haben wir denn da? Maschinenwehrmunition. Jetzt kann ich auch in Ruhe nachgucken, wo hier kein Monster mehr ist. Jetzt kann ich hier auch schön in Ruhe nachgucken. Ich glaube, hier drin war auch noch so eine Pfeil irgendwo. Genau da. Wir wurden schon zu spät, aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachtschicht und hielt darum mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Ich war schon halb eingeschlafen, als ein Kind, ein kleines Mädchen, lachen hörte. Wo ich mir dann gebildet habe, meinst du nicht auf.
Ach so, ja. Den kennen wir schon, den Dialog. Hier gab es ja noch einen. Ach da, ja. Liebe Jeanette, wie geht es dir? Schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ja ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist langweilig hier. Jeden Tag nur das alte Meer. Dasselbe alte Meer. Obwohl eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir einen Passagier an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen, ein kleines Mädchen. Ich glaube, sich entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker statt einem Passagierschiff zu reisen. Sie müssen echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich vermisse dich, liebe Jim. Ja, das Pärchen haben wir kennengelernt, ja, in dem Video. Das war ja die, die wir da gesteuert haben. Jetzt noch meine Maschinenpistole bekommen, dann bin ich noch zufrieden. Dann bin ich noch zufriedener. Verschlossen. Ich finde, dieser Resi-Teil ist richtig geil. Dieser Resi-Teil ist richtig ultra genial geworden. Ganz meine Meinung des Spiels. Es ist richtig schön. Es hat einen Horror-Effekt, die Story ist genial. Hier passt einfach alles zusammen. So, nun gehen wir mal in den Aufzug rein. Kommen wir nicht rein, aber wir kommen hier hoch. Ich denke mir manchmal, was erwartet dich da oben an solchen Leitern? Irgendwelche Viecher, irgendwelche Schockmomente, irgendwelche Jumpscares. Aber in dem Fall, nein. Gut, das scheint der Mechanismus vom Fahrstuhl zu sein. Kann ich da runter? Ja, kann ich. Ich würde mir mal so ein Spiel, so eine Art von Spiel würde ich mir mal mit Dino Crisis wünschen. Das wäre bestimmt auch eine geniale Idee. Weil Dino Crisis 3 kenne ich zwar nicht, aber ich habe von gehört, dass es richtig scheiße sein soll. Ich meine, Dino Crisis 2 war ja schon, naja, gut, das war noch okay. Aber vom dritten habe ich bisher nichts wirklich Gutes gehört. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Oh, ist das geil aus. Ist der Tanker. Ist bestimmt riesig, das Schiff. Oh. Hallöchen. Du hängst dir wohl so ab, wie ich sehe. Moment, Moment, Moment. Ich frage mich, was diese, wie diese Zünder funktionieren. Ach, Moment. Ich glaube, ich ahne, wie sie funktionieren. Wahrscheinlich kann ich damit mir so eine Art Fallen legen. Ich dachte vorher, ich müsste damit irgendwas sprengen oder so mit dem Ding. Aber ich glaube, das kann ich als Falle benutzen. Und bei Revelations gab es ja schon so eine Art von Fallen. Vielleicht haben sie es quasi importiert. Restricted Area, okay. Kapitänskabine. War recht gemütlich hier. Karte des Schiffs, ja wunderbar. Was haben wir hier? Ein Kreuzschlüssel. Na wunderbar, und ich komme natürlich nicht ran. Und ich komme natürlich nicht ran. Fantastisch. Aber wir haben einen Kreuzschlüssel, der lässt sich bestimmt irgendwo verwenden.
auf dem Schiff. Es ist ruhig. Zu ruhig. Was haben wir hier noch drin? Ah, Kraut. Okay, dann geht's weiter. Was ist der Fahrstuhl? Und das abgeschlossen. Halt mal kurz was mischen. Okay, kann ich gerade nicht. Da kann ich auch nichts kombinieren. Okay. Sieht gar nicht so groß aus. Ah, jetzt kann ich hier. Kann ich das wegschieben irgendwie? Mal, ich habe noch einen Schuss frei. Funktioniert das? Nein. Hab mich gerade. Ach nee, wird bestimmt nicht funktionieren, dass ich irgendwas wegsprengen kann. Ich werde jetzt auch nicht meine ganzen Seiten dafür verschwenden. Ich da runterspringe, bin ich tot. Das ist nämlich viel zu hoch. Man kann es ja gleich mal probieren, aber ich glaube, dann bin ich tot, wenn ich runterspringe. Und wenn sie das überlebt, hat sie meinen vollsten Respekt. Denn das kann sie gar nicht überleben. Okay. Wow. Ganz schön tough. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das überleben würde, aber okay. Das lassen wir mal so stehen. So, da fehlen Sachen. Das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir noch auf seiner Krankenstation reparieren. Du musst Dr. Weidel danach fragen. Sie brauchen schon Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann nicht runtergehen, bevor das Teil wieder in Gang bekommen. Train. Bevor es wieder in Gang bekommen. Train. Okay, da vorne liegt was. Oh, danke. Wegen schon mal etwas. Muss ich den jetzt zwingend messern? Das Areal gefällt mir mehr. Hier ist kein Zombie im Weg. So. Wenigstens einmal gemessert. Wenigstens habe ich jetzt einmal gemessert. Seit dem allein Überlebenden immer noch. Ach so! Interessant! Das ist also 16 Jahre nach dem Raccoon City Vorfall. Ist das eine ewig lange Zeit?
Wow. 16 Jahre. Donnerwetter. Jetzt will ich mal diese Falle ausprobieren. Na komm. Oh yeah, tschüss, Baby. Munition gespart. Und speichern, das kommt gerade sehr gut. Nutz. Netzmittel. Was haben wir hier noch? Ja, das sehen wir noch. Abteilung für Sprengsätze. Leiter Alan Johnny und Versorgung Mia Winters. Aktuelle Berichte liegen ein hohes Risiko nahe Evelina. Sollte er in ihrem gegenwärtigen Ort bleiben, von seinem Gegner gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zu sicheren Verwahrung bis weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während Transports den folgenden Anweisungen zu folgen, verhalten Sie stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem hergestellten Genomkodex. Sollten die Mission Irreversible scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Okay, mit dem Mädchen stimmt definitiv was nicht. Aber ich würde sagen, ja, wir mixen noch ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, das war's für heute von Resident Evil 7 Beginning Hour. Bis dann. Ciao.